So, wie versprochen, zurück und genau an derselben Stelle, wo wir aufgehört haben, geht's weiter. Und natürlich erstmal ein Hallo und herzlich willkommen von mir an dieser Stelle. Ja, wir spielen hier Far Cry 3. Echt cooles Spiel, muss man einfach mal so sagen. Was ist denn hier los? Hier grunzt irgendwas rum. Boah, das ist doch schon wieder irgendwo. Ne, das wollte ich nicht. Da ist doch auch schon wieder so ein Maul hier. So zwei Schnauzen da. Ah, hier ist dieses Viecht, was wir da brauchen, um einen größeren Rucksack herzustellen. Das ist... Verdammt. Verdammt, verdammt. So, da müssen wir mal gucken. Erwischen wir die vielleicht aus dem Hinterhalt raus? Erwischen wir die vielleicht, wenn wir uns jetzt hier so von hinten ranschleichen? Ja, das könnte doch was werden, oder? Hier so. Jetzt kommt er genau in die Richtung. Der guckt in die Richtung, der guckt in die Richtung. Oh, jetzt kommt ja noch ein Auto. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Tripper verpasst. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Tripper verpasst. Na, das ist ja mal... Okay. Kann man sich ändern. So, was ist denn mit euch zwei Spackos? Dreht ihr euch jetzt mal rum hier, oder was? Na, jetzt dreht der sich rum, der glotzt zu mir. Na, die sind doof. Scheiße. Das war dann doch nicht so leise, wie ich es mir vorgestellt hatte. Jetzt bist du dran. Boah, Kacke. Da müssen wir wohl hier mal in die Offensive gehen. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht noch mehr. Den durchsuchen wir auch gleich. Armbanduhr, ein bisschen Kohle, das ist gut. Den durchsuchen wir auch gleich. Da hat er auch noch ein bisschen Kohle einstecken. Na, und der hier, hat der noch was? Jawohl. So. Die haben wir erstmal erledigt. Und die Viecher. Die Viecher sind abgehauen. Wo sind die jetzt hin? Wo sind die jetzt hin? Die sind doch gerade hier rumgeschlichen. Die habe ich bestimmt verschreckt jetzt. Da ist eins. Da ist schon mal eins. Sind noch irgendwo solche Trottel? Oh, da ist auch ein Leopard. Könnten wir auch wieder eine größere Tasche herstellen. Na, bleibt da mal stehen. So. Asiatischer Tapir. Genau dieses Fell brauchen wir. Und da ist noch einer. Ne, das ist ein Hund. Ich will jetzt gleich die Klappe. Hallo? So. Oh oh. Ihr fahrt mal schön weiter. Diese Eskorten, die hier immer drehen, diese Routen da, das ist doch... Da muss man höllisch aufpassen, die heizen hier mit ihren Chips einfach mal so durch. Wenn man da nicht aufpasst, tja, da stehen da auf einmal hier wie vorhin sieben Leute da. So, hier war da auch irgendwo, hier muss da noch irgendwo einer sein. Von den komischen Viechern. Da ist einer. Zack, bumm, in den Kopf geschossen. Oh, was jetzt? Nein. Haben wir keine Munition mehr. Ups. Keine Munition mehr. Hat hier irgendjemand eine Waffe? Hier lag doch eine Waffe. Hier. Okay, nehmen wir die. So. Wir ducken uns erstmal ab. Und gehen in unser Herstellungsmenü. Und da wollen wir herstellen. Erstmal einen Beuterucksack. Und zwar einen robusten Beuterucksack. Herstellen. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal 48 Sachen tragen. Das ist sehr gut. Hier benötigen wir Dingo-Fell. Okay. Aber ich habe gerade gesehen, hier drüben sind noch Leoparden. Hm. Ich glaube, da werden wir uns auch mal welche schnappen.
das sind die Viecher. Das sind die Viecher. Sind hier nicht irgendwo so Leoparden rumgeschlichen? Habe ich doch gesehen. Ne, das sind auch die Viecher. Ich hoffe, mich greift jetzt hier keiner aus dem Hinterhalt an. Das sind alles die Viecher. So, Moment, da schauen wir mal kurz auf die Map. Ne, hier sind noch keine Leoparden. Aber hier, Gleiter. Da können wir mal hingucken. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber eigentlich wollen wir natürlich auch in unserer Mission weitermachen. So, hier ist ein Gleiter. Müssen wir nur sehen, wie wir hier hochkommen. Ja, da sind wir oben. Ja, genau. Hier steht der Gleiter. Was können wir hier Tolles machen? Erstmal speichern wir. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Dann gucken wir nochmal schnell, was es hier Neues gibt. In der Tierwelt gibt es wieder was Neues. Das kann ja nur dieser Dingo da sein, oder wie der heißt. So. Gut. Na, jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh, wenn das mal nicht schief geht. So, gucken wir mal schnell das WSAD steuern, umsehen, fliege tief und gerade, um sicher zu landen, E halten, um loszulassen, mit Vorsicht benutzen.